So, herzlich willkommen zurück zur 130. Folge von Mytest Creative Server Let's Play. Yay. So. Aha. Ein Wetter draußen, ey, richtig sonnig, richtig. Ja gut, ist auch Frühling. Ja, wir haben ja mittlerweile März. Na, ja, fast Ende März. Der 18. März. Naja. Ja. So. Jetzt geht's um die Zwischenböden. Ich mach erstmal direkt so hier. So. Erstmal überlegen. Wichtig ist bei den Zwischenböden, dass wir da eine Lücke lassen für zum Beispiel die Deckenbeleuchtung. Oder wir lassen die Deckenbeleuchtung von der Decke herabhängen. Ne, so wie wir es im Keller gemacht haben, bei uns im Haus im Keller, dass wir quasi diese Lampen von unten, also das keine komplett. Normalerweise habe ich halt so gedacht, oder normalerweise baue ich es so, dass ich hier ganze Mese-Lampenblöcke reinklatsche. Das Problem ist halt, das wäre halt unendlich teuer. Deswegen wäre es wahrscheinlich vielleicht doch besser, wenn wir hier einfach eine solide Decke machen und die Lampen einfach so als wieder als Achtelblock von unten gegenklatschen. Machen wir am besten auch. Aber wie gesagt, ansonsten wird mir das halt einfach zu teuer. Ja, genau. So. Okay. So, wir kommen da so. Ist das überhaupt richtig? Doch, 4 hoch, genau. Sehr schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau. Upsala. Und schon wieder ein Cleanstone verschwendet. Warum habe ich auch die Regenbogenaxt eingepackt? Spitzhacke. Apropos Regenbogenspitzhacke, wir werden wahrscheinlich auch bald mal wieder auf eine kleine Höhlentour gehen, aber eine besondere, also jetzt keine Höhlentour in dem Sinne, dass wir eine Höhle aufsuchen, sondern selber eine Höhle bauen. Denn wir werden, ja, noch ein bisschen Stein brauchen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge oder in den nächsten beiden Folgen erstmal unsere Mine da hinten weiterbauen. Damit wir. Alter, jetzt wird wieder der Hund draußen anzubellen, ey. Damit wir damit ein bisschen Stein bekommen. Da können die ihre Scheißköter nicht mal einschläfern lassen? Alter. Zu meiner Zeit wäre das nicht passiert. Nö. Böser Stein. Ich sehe jetzt, wo wir hier so hoch sind, können wir die ganzen Blätter hier abbauen, die hier so in der Luft rumfliegen. Ganz cool. So.
Tja, wo ich mir so überlegen bin, ist hier die Fensterfront, wie wir die gestalten. Machen wir jetzt hier einfach quasi hier auch nochmal Cleanstone und darauf auch nochmal Cleanstone oder machen wir hier etwas Extravagantes, wobei eigentlich extravagant lohnt sich halt nicht wirklich. Komm, ich mach hier. Fuck. Ich schaff das. Mach ich doch. So, dann hier auch nochmal. Wo ich erstmal offen lasse, ist hier. Ist da vorne die Front. Hier vorne lasse ich mal erstmal komplett hier sein. Weil den Eingangsbereich würde ich gerne so ein bisschen prunkhaft gestalten, was so das Mauerwerk angeht. Also so mit einer schönen großen offenen Front. Obwohl ich noch nicht genau weiß, was wir da bauen werden, lasse ich das hier erstmal komplett so, wie es ist. Genau. Achso, gut, da komme ich nicht runter. Ich gehe mal hier, dann einfach hier rüber. Das gehen wir hier wieder hoch. So. Boink. Ja, schön. So, was wir auch noch brauchen, ist Dschungelholz. Wobei davon haben wir letztens eine ganze Menge bekommen, abgebaut, was auch immer. Dann gucken wir mal, ob wir davon, wie viel wir davon noch auf Lager haben. Dass wir dann hier auch direkt mal den Fußboden gleich wieder einziehen können. Immer schöne Cleanstone verschwenden. Ich meine, wie gesagt, zum Glück ist es ja nicht so teuer, aber es ist halt trotzdem immer, es schmerzt. Es schmerzt einfach jedes Mal. Folter und so. So, genau hier am besten auch gleich direkt wieder. So. Sehr schön, dann haben wir jetzt, habe ich noch Cleanstone dabei? Wow. Dann haben wir es tatsächlich schon die erste Etage quasi geschafft. So von der Grundgestaltung her. Fehlt hier was? Nö. Mal doch, da jeweils noch ein Stein. Wobei fehlen sowieso noch mehrere Steine hier. Ab hier muss der Stein wieder. Ist ja bloß, die Tür ist ja bloß 2 hoch. Oder wir machen die Tür 3 hoch. Nee, doch, 2 hoch. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen Cleanstone. Wobei, nee, wir haben ja gar kein mehr. Wir haben ja gar kein Cleanstone mehr. Oh, doch, 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 doch haben wir noch. Eben, 5 Öfen haben wir nochmal befüllt. Eben, noch hatten wir Cleanstone, aber jetzt haben wir kein Cleanstone mehr. Also jetzt, doch, 6 haben wir noch. Wow. Aber eben, wir brauchen erstmal wieder Cleanstone. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann mit dir. Dankeschön. Dankeschön. Perfekt. So, der war leer.
Genau. So, warten wir noch, bis die sechs hier auch noch fertig sind und dann haben wir es auch gleich geschafft hier. Perfekt. Also, das heißt, nächste Folge dann erstmal da in der Mine weiterbauen. Die wollten wir noch ein bisschen in die Länge ziehen. Um das Let's Play in die Länge zu ziehen. Spaß. Nee, einfach damit, wie gesagt, die wollten wir ein bisschen größer bauen, ein bisschen prunkhafter. Die Mine. Quasi eine Mine für Götter. Da können wir dann irgendwelche ägyptischen Götter verscharren. Keine Ahnung. Fuck. So. Was ich gerne mache, das habe ich früher, habe ich das gerne gemacht, wenn ich so Tunnel gebaut habe, die abgesperrt waren. Also wo ich halt ein Gitter drin habe, dass man da halt nicht rein kann, sondern das quasi wie so ein stillgelegter Tunnel aussehen soll oder werden soll. Da habe ich meistens gerne im Tunnel, in dem schwarzen Bereich, gerne so Sachen versteckt. Um quasi so, naja, jetzt nicht so Art wie, naja, doch eigentlich schon, so Art Easter Eggs. Ich meine, natürlich eigentlich so, dass es keiner findet, das heißt sowieso eher unnütz, weil wieder kann eh keiner finden in dem Moment. Schaffe ich das? Ja, Digga. Aber habe ich halt trotzdem mal gerne gemacht. Ich weiß gar nicht warum. So, 1, 2. So. Und damit ist die erste Etage fertig. Holy moly. So, wie gesagt, hier den Eingangsbereich, den lasse ich erstmal so komplett offen, weil ich, wie gesagt, den hier noch überlegen möchte, was wir daraus bauen. Machen. Dschungelholz. Ich glaube, ich hole erstmal direkt ein bisschen Dschungelholz. Ja doch, Dschungel, die Fußböen kann man so in dem Stadium, wo die jetzt gerade sind. Ach so, hahaha. Der Innenbereich fehlt ja noch. Den müssen wir auch noch machen. Hätte ich beinahe vergessen. So. Dann können wir nämlich hier drin auch gleich kommt ja auch Holz hin. Und dann wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt hier schon die ganzen Böden reinziehen und dann aber der Flur noch gar nicht fertig ist. Das wäre ein bisschen sinnfrei. Oh, Mist, der war falsch. Konzentrieren. Ja, damit genau sowas nicht passiert. Oh, Alter. Danke. Ich hasse euch alle. Scheiß Let's Play. Scheiß Angela Merkel. Und vor allem dieser gottverdammte Hitler. So. Ach komm.
die Seite haben wir schon mal. Jetzt guck die andere Seite. Und danach kann dann das Bauunternehmen kommen, dass die ganze Wände wieder aufreißt, um dann Mesocon zu verlegen. Nur um die ganzen Lampen auch anzuschließen und so. Ich meine, wir wollen es ja richtig hier hochwertig machen. Jeder Raum bekommt einen Schalter. Über das kann man dann die Deckenbeleuchtung ein- und ausschalten. Ich meine, wäre geil. Es wäre auch technisch halt möglich, nur denn müssten wir das Haus in einem etwas größeren Maßstab bauen. Was war das gerade hier? Wobei, das muss ich mal ganz kurz überlegen. Wäre das technisch gesehen möglich? Ich meine, man kann ja auch eine Wand darauf bauen, dass man keine soliden, dass man keinen soliden Block hinstellt, sondern anstatt des soliden Blocks einfach die beim benachbarten Blöcke da jeweils ein Carpet hingegen klatscht. Heißt also quasi hohle Wände. Und man dann quasi in der hohlen Wand kann man dann halt Mesocon verlegen. Alter, sowas müsste man mal bauen. Sowas wäre halt richtig scheiße geil. Und denn so jeder, der das Haus so sieht, so, wow, wie hast du das denn geschafft? Das ist ja nice. Siehst du, gibt es eigentlich bei Mesocon auch so eine WLAN-Strecken, dass du quasi Funkübertragung machen kannst von Signalen, weil bei Pipes gibt's das. Bei Pipes gibt es so eine Pipes. Wow. So eine WLAN-Pipes quasi. Da kannst du bei dem einen Ende was reinschicken und irgendwo anders kommst du bei dem anderen Ende dann quasi raus. Digi-Line. One-Way. Sorting. Mesocon. Oder war das ein Add-on und das ist standardmäßig gar nicht mit dabei? Weil ich habe es schon auf einigen Servern gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das im Standard Mesocon oder im Standard Pipework mit drinne ist. Oder ob das tatsächlich ein Add-on dafür war. Autocraft, was ist das denn bitte? Doch, Teleporting, genau, Teleporting, Primatic, bla 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 bla. Okay, braucht aber auch ganz schön teure Sachen dafür. Aber wie gesagt, hiermit kann man halt Sachen teleportieren. Da hat man quasi ein Netzwerk, das heißt immer zwei gehören quasi dann zu einem Netzwerk. Und wenn es beim einen reingeht, kommt es beim anderen raus. Und wenn es da reingeht, geht es beim anderen Ende wieder raus. Ob das nur über eine begrenzte Strecke geht oder ob die Distanz zwischen den beiden quasi endlos sein kann, weiß ich nicht. Habe ich selber noch nicht probiert. Auf jeden Fall wäre das halt geil. So, dann bauen wir jetzt mal hier direkt weiter. Das wäre dann quasi so. Jetzt kommen quasi einfach die nächsten Wände um drauf. So. Achso, siehst du, ich wollte erstmal erst mit dem Holz einziehen machen. Weil sich das so besser macht. Dann tun wir das natürlich auch. Klare Sache. Holz! Nein, falsche Kiste. Hier ist ein Holz. Ja, siehst du, hier Dschungelholz haben wir. Ups, haben wir ein bisschen was. Drei Stacks. Ein Stack reicht komplett aus. Ach, wir haben nur direkt Holzplatten, Alter. Lol, wie viel haben wir denn hier? Das nehmen wir auch gleich mal mit. Brauchen wir denn? Easy. La 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 la
So, das heißt, Hartholz kommt wieder in die Türrahmen, Dingsterbumster, da so. Ja. Auch nicht, davon brauche ich jetzt, aber bitte keine Axt, oder? Krieg eine Krise. Oh, wir haben natürlich keine Axt dabei. Alter, ernsthaft jetzt? Boah. Ist jetzt der Scheiß ernst hier, oder? Warum kann man es nicht mit deinem Kack-Pickaxe abbauen hier? Ist ja doch alle bekloppt, ey. Allesamt. Scheiß Coronavirus. Danke. Stamina ist jetzt auch leer. Oh. Langweilig. Doink, 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 doink. So. Danke. So. Da bitte hin. Da bitte hin. So. Und perfekt. Füßchen. Dann heißt es jetzt hier, den Boden überall reinziehen. Lalalala. Oh. Lalala. La. Ich bringe diesen Hund um. So ein schönes Wetter draußen und man kann nicht mal das Fenster aufmachen, weil der Kackköter da mal rumbellt. Ich meine, warum holen sich Menschen überhaupt Hunde, wenn die sie dann die ganze Zeit nur noch im Garten ja, quasi aussperren? Arschlöcher. Scheiße, die Nachbarn. Ich werde Terrorist. Oh, hat genau gereicht. So, jetzt hat genau gereicht. Perfekt. Na gut, perfekt nicht. Ich meine, jetzt müssen wir echt extra neues Holz hier anlegen. Oh, das habe ich mir jetzt gerade gemacht. Egal. So. Gut, dann kommt jetzt eher mal einmal rundherum die Runde rum. Ja, okay, das war perfekt. Am Arsch. Alter, wie viel Holz wir hier verbrauchen? Schon wieder das Deck leer. Holy moly. Ist das schon ganz schön Verbrauch hier, ne? Ich meine, heftig und so. Jutsche, langsam sieht es doch aus wie eine Inneneinrichtung oder die Ingestaltung oder die Blaupause eines Hotels. Ha? Langsam kann man die, so die Grundform erkennen. Ist doch ultra episch, super geil. Und schon wieder leer, ich glaub's nicht. Also, hallo? Was denn hier los? Aufmachen, Polizei. Also, sie sind zu schnell gefahren.
Dankeschön. Doink. So, jetzt hier nicht runterfallen. So. Ich will jetzt hier nicht unnötig Holz produzieren. Boah, Alter, das ist ja perfekt. So, was ist jetzt hier los? Bitte gehen Sie weg, hier ist nichts zu sehen. Okay. Dankeschön. Perfekt. Der hat ja mit dem Holz absolut, absolut auf einen Millimeter gepasst. Ich würde sogar behaupten, auf Mikrometer, ja. Ich meine, guckt euch mal an. Hier, selbst der allerletzte Pixel ist ausgefüllt. Es hat wirklich perfekt gepasst, ja. Da ist kein Atomspalt Platz, ja. Es ist ja hier Maßarbeit made in Germany. Scheiße. Ja. Maßarbeit made in Germany. Willkommen beim BER. Hier kommt doch das Fenster rein. Warum tue ich diese? Kann ich mal zählen hier. Fusch beim Bau. Am besten baue ich hier noch eine Brandschutzanlage ein. Denn, wie wir alle wissen, wenn ein Gebäude abbrennt, dann bitte normgerecht, ja? Also, so, Nummer 1, also Seite 1 fertig. Hier kann ich jetzt einfach durchziehen. Komm. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Das ist der Scheiß Ernst? Der Baum hier kann tatsächlich so bleiben, weil hier kommt hier. Hier kommt ja eh kein Fenster rein, das heißt, in dem Moment sieht man die Bomben sowieso nicht. Und von außen wirkt es wie schöner Schmuck. Also, ne, ist halt die Fassade ein bisschen verdeckt. Was bei so einer riesigen Fassade auch nicht unbedingt nachteilig ist. Dadurch, ne, kommt diese nackte Wand hier von außen nicht so sehr zum Tragen. Was ja auch ein Vorteil ist. So gestaltungstechnisch. Möchte ich mal meinen. So, Steine leer, Feierabend. Gestorben. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben schon wieder eine Überlänge. Ich wollte die Folge ja ein bisschen kürzer machen. Jetzt haben wir die Folge 30 Minuten genau. Also fast genau 30 Minuten, also ungefähr 30 Minuten genau. Aber dafür ist jetzt der Cleanstone leer. Cleanstone weg. Das heißt, wir sagen, die nächsten Folgen werden wir dann jetzt erstmal die Mine weiterbauen. Und damit wieder ein bisschen Cleanstone bekommen. Wir brauchen aber echt eine ganze Menge Cleanstone. Das heißt, die Mine alleine wird dafür wahrscheinlich nicht reichen. Wir werden also einfach irgendwo unterirdisch einfach mal eine Riesenhöhle anfangen, wo wir einfach ein Fleckchen suchen unter der Erde irgendwo, wo wir einfach massig Cleanstone abbauen. Oder wir bauen den Berg da ab. Achso, nee, halt, da kommt ja noch was. Das heißt, wir müssen das gesamte Plateau abtragen. Für eine geile Idee. Ja. Egal, das für die nächste Folge. Für diese Folge machen wir erstmal Feierabend. In dem Sinne, schau mit V. Ja.
Bis dahin, bis dann, bis morgen.